Du bist glücklich, sei es als Single oder in einer Partnerschaft. Wären da nicht diese nagenden Gedanken und Erinnerungen an deinen Ex-Partner? Vielleicht träumst du sogar von deinem Ex-Partner, von deiner ersten großen Liebe. Und du denkst dir, wieso hat es eigentlich nicht zwischen uns geklappt? Und das kann zwar natürlich auch sehr romantisch sein, diese Gedanken, aber sie können auch echt stören. Vor allem dann, wenn es mit deinem Ex-Partner nicht wieder zu einer Vereinigung kommt. Und vielleicht bist du ja schon in einer neuen Beziehung und du merkst auch da, du liebst diesen Menschen, du willst mit ihm eine Zukunft aufbauen, aber es ist, als ob etwas dich immer wieder zurückzieht in die Vergangenheit und du kannst dich gar nicht öffnen für diese neue Partnerschaft. Ja, und es ist wirklich ein Störfaktor für deine aktuelle Beziehung. Wenn es dir so oder so ähnlich geht, dann bist du kein Einzelfall. Viele Menschen leiden darunter, dass sie ihren Ex-Partner nicht loslassen können, dass immer noch romantische Gedanken ihn oder sie zurückhalten. Sie können sich nicht komplett einlassen auf den aktuellen Partner. Und ich hatte eine Hypnose-Klientin, die das Thema aufgebracht hat. Und zwar, sie ist in einer Beziehung, sie hat sogar ein Kind mit diesem neuen Mann, sie liebt diesen neuen Mann, aber immer wieder in Situationen, wo sie auch merkt, es ist gerade unruhig, sei es im Job oder in dieser jetzigen Beziehung, immer wieder taucht der alte Ex-Partner auf, ihre erste große Liebe. Und dann natürlich auch immer positiv, wodurch sie dann auf einmal anfängt zu zweifeln. Ja? Ist der aktuelle Partner etwas? Soll ich doch wieder zurückgehen? Aber nee, das geht ja nicht, weil der Ex-Partner hat ja auch eine neue Freundin. Ja? Und plötzlich denkt man nur so, habe ich mein Leben jetzt hier gerade verkorkst? Bin ich den falschen Weg gegangen? Ich kann schon mal dir sagen, meine Klientin ist nicht den falschen Weg gegangen und wahrscheinlich auch du nicht. Denn was wir verstehen dürfen, und das wird jetzt am Beispiel meiner Klientin klar, ist, dass wir etwas auf unseren Ex-Partner und auch generell unseren Partner projizieren. Bestimmte Eigenschaften, ja, sei es positive oder negative. Und im Fall meiner Klientin war es nämlich so, sie war beruflich sehr unsicher. Ja, sie fühlte sich nicht wohl in ihrem Job, sie wollte eine Veränderung, wusste aber auch nicht, in welche Richtung. Sie hatte ihre Berufung noch nicht gefunden. Und das sorgt natürlich für sehr viel Unsicherheit in ihr selber und in ihrem Leben, weil sie weiß, irgendwann wird es eine Veränderung geben. Wird es sicher gehen? Nee. Und immer dann träumte sie von ihrem Ex-Partner. Und sie stellte auch mit den Hypnosen fest, dass ihr Ex-Partner Sicherheit symbolisierte. Ja, also für sie war der Ex-Partner gleichzusetzen mit Sicherheit, mit Erfolg, mit gutem Ansehen. Ja. Er hat es weit gebracht, er wurde gut angesehen damals, als sie mit ihm zusammen war. Und das war eine Projektion, die sie auf ihn hatte, der Erfolg, die Sicherheit. Und wann immer sie merkte, oh, ich fühle mich unerfolgreich, ich bin unsicher in mir, in meinem Leben, in meiner Berufung, dann kam natürlich dieser Wunsch, ihr Ex-Partner hoch. Aber es war nicht der Ex-Partner, der an dieser Stelle betrachtet werden wollte, der gefühlt werden wollte, sondern es war die Projektion Sicherheit, Stabilität, Erfolg, beruflicher Erfolg. Ja, also es war am Ende, der Partner, wie gesagt, war nur die Projektionsfläche. Und wie das Ganze aufgelöst werden konnte, und das kannst du auch für dich jetzt selber mal erstmal checken. Ja, also frag dich erst einmal, was verbindest du mit deinem Ex-Partner? Ja, welche Eigenschaften? Schreib auch gerne eine große Liste auf und guck mal, welches Thema ist aktuell, jetzt wo du so viel an deinen Ex-Partner denkst, welches Thema ist gerade aktuell? Ja? Ist es vielleicht auch die Sicherheit? Ist es vielleicht Freiheit? Ist es vielleicht Selbstliebe? Ja, was strahlt dein Ex-Partner aus für dich? Und was möchte, und was ist jetzt gerade in deinem aktuellen Leben los? Das kannst du dann in der zweiten Frage dir stellen, damit du siehst, wo sind Parallelen? Und dann geht es im dritten Schritt darum, diese Adjektive oder Eigenschaften, die du auf deinen Partner projizierst, in dir selbst zu finden. Ja, und das kann zum Beispiel sein, bei meiner Klientin war es nämlich der Fall, dass sie die Sicherheit in sich finden musste. Und sie konnte es finden, indem sie ihren verstorbenen Vater herholte. Und ihr verstorbener Vater war vor ihrem inneren Auge und sie fühlte plötzlich die Präsenz, sie fühlte diese männliche Energie an Sicherheit und plötzlich war sie da in diesem Container von ihrem Vater sicher.
Und das ist etwas, das kannst du auch für dich ersetzen mit zum Beispiel, dass du deine Eltern herholst vor deinem inneren Auge. Auch wenn du jetzt Eltern hattest, die nicht für dich da waren, vor deinem inneren Auge kannst du sie so kreieren, wie du möchtest. Es kann aber auch sein, dass Spiritualität dir helfen kann, dich selber zu sehen, dir selber Sicherheit zu geben. Ja? Also zum Beispiel der Glaube an etwas Höherem, an dem Universum, an Gott, an wem auch immer, Allah. Glaube kann sehr kraftvoll und stärkend sein. Ja, aber was ich damit nur sagen will, suche einen Ersatz für deinen Partner, also für das, was du auf ihn projizierst. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass du mit deinem Ex-Partner eher was Negatives assoziierst. In dem Fall ist es aber wichtig, die Dinge abzufühlen, die du noch mit ihm verbindest. Das kann zum Beispiel eine Wut sein auf ihn, aber damit auch eine Wut auf die Männer oder auf Menschen, die sich so verhalten, wie er sich verhalten hat. In dem Fall kannst du nicht loslassen, weil diese Wut noch in dir ist. Also entweder hält eine Emotion dich bei ihm oder ein nicht erfülltes Bedürfnis, wie zum Beispiel die Sicherheit bei meiner Klientin. Genau. Und das muss nicht schwer sein. Ja, ich weiß, es klingt vielleicht so, oh Gott, okay, vielleicht kann ich gerade noch die Liste schreiben, vielleicht kann ich auch gerade noch so die Parallele ziehen, aber wie kann ich denn jetzt mein unerfülltes Bedürfnis auffüllen? Oder wie kann ich denn jetzt den Schmerz abfühlen, den ich noch empfinde gegenüber meinem Ex-Partner? Dafür gibt es tolle Übungen. Ja, es gibt geführte Hypnosen, es gibt Emotionsübungen, es gibt Techniken des Journals, des Tanzens, der Kunsttherapie. Und ich habe viele, viele Elemente schon ausprobiert. Ich habe wirklich schon vieles ausprobiert. Bitte frag nicht, was ich schon ausprobiert habe. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Ich hab vieles von dem gebündelt in einem Kurs, der nennt sich Zurück zu dir. Und dieser Kurs sorgt nämlich dafür, dass du all diese Ex-Partnerschaften loslassen kannst. Dass du die Projektionsfläche, die auf deinem Ex-Partner gerade lastet, abnimmst und sie in dir findest. Selbstliebe, Liebe, Sicherheit, Freiheit, Vergebung, ja, was auch immer, Frieden, Leichtigkeit, was immer wir uns alle wünschen, Gesundheit, das kannst du in dir finden. Und dieser verzweifelte Versuch, es im Außen zu finden, durch deinen Ex-Partner, indem du ihn wieder zurückholst, oder deinen aktuellen Partner, ist hochgefährlich, weil dann wirst du abhängig. Und das ist auch nicht konstant, weil früher oder später, sei es, ihr trennt euch nicht durch eine Trennung, aber ihr werdet irgendwann sterben. Und dann sackst du ein, weil diese Säule, diese Projektionsfläche, die du auf ihn geworfen hast, nicht mehr da ist. Deswegen fang heute an, alles in dir selbst zu finden. Und das geht. In dem Kurs Zurück zu dir werde ich dich auch persönlich begleiten. Ja? Und du wirst sehen, andere haben es auch schon geschafft, andere haben zurück zu sich selbst gefunden. Sie leiden nicht mehr darunter, an ihren Ex-Partner, ich sag mal, zu denken vielleicht schon, aber es nagt ihnen nicht mehr als ein Gewissen von, oh, habe ich etwas Falsches gemacht oder so, sondern nee, es ist klar. Und immer wenn sie an den Ex-Partner denken, ist erstmal A, ein friedvoller Zustand und B, immer eine schöne Erinnerung, mit ihm assoziiere ich Sicherheit. Okay, wie kann ich mir jetzt Sicherheit geben? Ja, vielleicht. Und das war jetzt zum Beispiel im Fall meiner Klientin, dass sie sich immer wieder bewusst wurde, auch ihr verstorbener Vater ist bei ihr. Ja, der Zugang zum Jenseits, zum Zugang zum Verstorbenen. Dieses Gefühl von, warte mal, ich muss mich nur darauf einlassen, ja, und einfach seine Energie und Präsenz spüren und mir vorstellen, dass er mich umarmt. Und das war unfassbar heilsam für sie und ist es bis heute, weil das für sie ein Anker ist. Und du kannst auch diese Anker kreieren. Das muss jetzt kein Beziehung sein zum Verstorbenen, zum Jenseits, aber erlaube es dir, kreativ zu sein. Finde deine Möglichkeiten. Und wenn du es gemeinsam mit mir machen möchtest, ich freue mich. Dann klick hier drunter. Hier ist der Link nämlich zum Kurs. Zurück zu dir. Und dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dieses Video hat dir eine kleine Hilfe gegeben, wie du aus dieser verzwickten Situation rauskommst.